Wunderbar. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und unsere Erfahrungen mit dem Prinzip Openness vorstellen zu können. Also das, danke nochmal, dass Sie die Tagung direkt auf unser Projekt zugeschnitten haben. Das passt wirklich ganz hervorragend. Und ich möchte heute sprechen über das große Potenzial, das offene und nachnutzbare Kulturdaten bereithalten. Und da möchte ich starten mit einer kleinen Einführung dazu oder einer weiteren Einführung dazu, was eigentlich offen wirklich in diesem Zusammenhang bedeutet. Dann die Gründe für offene Kulturdaten bei uns im Museum für Kunst und Gewerbe, Ihnen etwas vorstellen und dann die Herausforderungen und Potenziale dieser neuen Politik aufzeigen. Ja, das Museum für Kunst und Gewerbe, das heißt Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, das hat jetzt hier nicht auf die Folie gepasst, verraten Sie mich nicht. Wer war denn schon mal dort? Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann kennen Sie auch unsere Sammlung und die Vielfältigkeit der Sammlung und trotzdem wissen Sie vielleicht nicht, dass wir bei der circa 500.000 Objekte, die das Museum beherbergt, auch nur eine ganz kleine Prozentzahl ausgestellt haben. Deswegen haben wir uns vor circa einem Jahr dazu entschlossen, unsere Sammlungsbestände auch online bereitzustellen und haben eine Sammlung online gelauncht, allerdings erst nur mit 3.000 Objekten, weil wir im Jahr 2012 ein Inventarisierungs- und Digitalisierungsprojekt gestartet haben, wo es überhaupt erstmal darum ging, die notwendigen Standards auch für eine Online-Präsentation hinzubekommen. Und das hat einen wirklich großen Transformationsprozess erfordert. Also ich würde fast meinen, das war noch der größere Prozess, als letztendlich die Daten frei bereitzustellen. Das Wichtige bei der Sammlung online ist allerdings im Kleingedruckten, nicht, dass Sie da unsere Sammlung finden können. Sie können das auch gerne mobil alles ausprobieren, ist auch mobil nutzbar. Sondern das Besondere ist die freie Nachnutzung. Stefan Bartholmer hat das schon angesprochen. Wir sind das erste Kunstmuseum und bislang auch das einzige in Deutschland, was die Objektabbildung der digitalisierten Objekte, die gemeinfrei sind, frei zum Runterladen zur Verfügung stellen. Und damit können Sie dann tun und lassen, was Sie wollen. Damit sind wir nicht alleine, sondern vor circa einem Jahr wurde in der New York Times ein Artikel veröffentlicht über die veränderten Bedingungen für Kultureinrichtungen und ein neues Selbstverständnis. Und da wurde auch ein Begriff definiert, der New Online Openness, dass Kulturinstitutionen immer mehr dazu übergehen, die Daten offen und frei nachnutzbar zur Verfügung zu stellen. Nicht nur die digitalisierten Images, sondern auch die Metadaten. Und das Zitat, was ich hier einmal Ihnen zeigen wollte, das bezieht sich allerdings auf die Images. Und da sagt eben James Kuno, der Chef vom Getty Trust, dass er natürlich hofft, dass die Menschen die Daten und Abbildungen benutzen werden, um ihr Leben zu bereichern. Das hoffen wir ja alle in unserer täglichen Arbeit. Aber dass sie damit auch sich einen Duschvorhang machen können, dass das eben ihnen überlassen bleibt. Und das ist ein ganz interessantes Prinzip und eigentlich auch das Grundprinzip der New Online Openness, würde ich sagen, dass wir eben nicht die Besitzer der Artefakte sind, die wir beherbergen und für die wir Sorge tragen und die wir pflegen und die wir sammeln und ausstellen, sondern wir sind eben nur diejenigen, die sich um sie kümmern. Das sind nicht unsere Objekte, die gehören allen Bürgern. Und wie können wir dann darauf eigentlich kommen, dass wir bestimmen, wenn davon ein digitales Abbild erstellt wird, dass man das wegschließt und nicht zur Verfügung stellt? Die Institutionen, die dieses sogenannte Prinzip, was auch als Open Glam bezeichnet wird, hier mit dem Akronym eben unten erläutert, die dieses Prinzip verfolgen, das sind jetzt schon einige weltweit. Das ist immer eine größer werdende Anzahl, also die Abbildungen, die ich hier genannt habe, das ist jetzt schon ein bisschen älter, da sind jetzt wahrscheinlich schon Hunderttausende dazugekommen. Dennoch muss man sich auch vor Augen halten, dass eben
diejenigen Objekte, die wir in unseren Museen haben und Kultureinrichtungen, dass es Millionen, wahrscheinlich Milliarden Objekte gibt, die schon gemeinfrei sind, also wo keine Urheberrechte mehr dran bestehen. Was heißt denn eigentlich wirklich offen? Wenn das hier das Thema der Konferenz ist, die sogar Open heißt, wollte ich da nochmal näher drauf eingehen. Und Sie sehen hier einige dieser Bedingungen, die von diesem Open Glam-Netzwerk auch definiert werden, was man machen sollte, wenn man wirklich offen sein möchte und eben keine neuen Rechte durch die Digitalisierung gemeinfreier Objekte zu generieren, die Metadaten frei weitergeben, Daten maschinenlesbar weitergeben, ein wichtiger Aspekt, freie Lizenzen verwenden und auch eine klare und explizite Rechteauszeichnung vornehmen. Was bedeutet das denn im Detail? Also das Beispiel, keine neuen Rechte auf bereits gemeinfreie Objekte zu bringen, das haben wir eigentlich im täglichen in unseren Digitalisierungsprojekten. Weil sobald Sie etwas, was nicht automatisiert gescannt ist, anfertigen, dann entsteht daran ein neues Recht. Und wir haben uns im Museum für Kunst und Gewerbe dazu entschlossen, dass wir diese Rechte nicht wahrnehmen möchten, dass wir durch die Digitalisierung keine neuen Rechte, keine neuen Hürden generieren wollen, die das Objekt selber nicht hat. Da haben wir uns orientiert an der Europeana Charta zum Gemeingut. Die können Sie abrufen unter diesem Link, auch in vielen verschiedenen Sprachen verfügbar. Und dort wird das nochmal explizit erläutert, das Prinzip auch dieser digitalen Allmende der Public-Domain-Objekte, diese gemeinfreien Objekte, dass sie uns allen eben zur Verfügung stehen sollten und gerade dann, wenn wir nur ein digitales Abbild erstellen, auch kein neues Recht generiert werden sollte. Dann haben wir in der Sammlung online auch versucht, dieses Prinzip einer expliziten und klaren Rechteauszeichnung für den Nutzer umzusetzen. Diejenigen Objekte, die gemeinfrei sind, können Sie herunterladen und es wird Ihnen dann auch, wenn Sie sich ohne Registrierung, wenn Sie das vorgenommen haben, auch noch erklärt in einem Link zu einer Creative Commons Lizenz, ist es nicht, das ist hier die Public Domain Dedication, da wird Ihnen eben im Kleingedruckten erklärt, was Sie damit machen dürfen. Und das ist schlichtweg alles. Sie dürfen das Werk, was Sie dort runterladen, kopieren, verändern, verbreiten, aufführen und das sogar zu kommerziellen Zwecken. Und Sie müssen nicht nochmal extra fragen. Wenn ich diese Grundbedingungen erfüllt habe, dann ist es aber auch wichtig, noch wieder an die Nutzer zu denken. Wir haben gedacht, ach ja, wir geben das jetzt online, wir haben die Lizenz, wir haben die Bedingungen geklärt mit unseren möglichen Rechteinhabern, die ein Foto gemacht haben. Wir haben uns dazu entschlossen, diese Policy umzusetzen. Wir haben das auf unserer Webseite gezeigt. Aber ist das denn genug für die Nutzer eigentlich? Verstehen die das sofort oder ist das eigentlich eine Hürde? Und da haben wir uns dann überlegt, was macht das eigentlich noch einfacher für unsere digitalen Besucher, unsere Kunden zu erkennen, was sie brauchen und was sie brauchen und nutzen können und was nicht. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, auch ein, das sieht man jetzt hier etwas schlecht, aber wenn Sie auf die Seite gehen, sehen Sie das, einen Reuse-Filter einzuführen, wo Sie sofort filtern können, welche Objekte frei nachnutzbar sind und welche nicht. Wenn Sie zum Beispiel, wie Stefan Barthorn mal erwähnt hat, einen Vortrag vorbereiten möchten und sich dafür eine Abbildung runterladen möchten, dann können Sie sofort danach filtern, was Sie eigentlich benutzen dürfen. Ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema sind dabei die offenen und frei verfügbaren Metadaten. Die beschreibenden Daten zu den Objekten. Es geht nicht nur um Images, das haben wir heute eigentlich noch gar nicht angesprochen, aber das Thema von Linked Open Data, das wird in Zukunft eine riesige Bedeutung haben und hat es auch schon. Und da geht es darum, wenn Sie eben Ihre Sammlungsdaten aus Ihren Sammlungsmanagementsystemen bzw. aus Ihren Online-Präsentationen frei verfügbar machen,
dann können die sich, diese Daten sich vernetzen und neues Wissen generieren und neue Abfragen möglich machen. Darüber hinaus können sie, wenn sie als maschinenlesbare Daten diese beschreibenden Metadaten weitergeben, von anderen Entwicklern genutzt werden. Sie können in neue Anwendungen einfließen und deswegen haben wir auch unseren bisherigen Datensatz komplett dann zur Verfügung gestellt auf GitHub. Ja, was waren bei uns im Museum für Kunst und Werb die Gründe für offene Kultur dann, für diese Open Policy? Das waren zum einen ganz pragmatische Überlegungen. Wir möchten unsere Besucher nicht gerne verklagen, wie das manche andere Museen tun, oder nicht manche, eins eigentlich nur. Und wir merken aber, dass wir auch in der Realität des Internets und der Digitalisierung, in der wir jetzt leben, gar keine Kontrolle ausüben können darüber, wie Abbildungen aus unserem Haus von unseren Objekten verwendet werden. Also das ist hier ein Beispiel eines sehr beliebten Sammlungsgegenstandes bei uns im Haus, der sogenannten Spiegelkantine. Und da habe ich mal einen Screenshot gemacht von Pinterest. Ja, soll ich dann jetzt versuchen, das unter Kontrolle zu kriegen? Das war uns sehr schnell klar, dass wir das nicht unbedingt können. Und bei meinem letzten Vortrag in Berlin bei der EFA-Konferenz war das auch sehr spannend zu sehen. Da hatte nämlich ein Kollege, der dort einen Vortrag hielt, das Foto, was ich vorhin gezeigt hatte, wo die Kollegin bei uns im Museum da in der Repo-Anlage steht, das hatte der auf einmal auf seiner Folie. Ich dachte, ach, das ist ja interessant, das haben wir gar nicht frei lizenziert, wo haben Sie das denn her? Sollen wir den jetzt verklagen? Nein, wollen wir nicht. Weitere Überlegungen waren, dass wir eben einige Highlights haben, wo es vielleicht interessant ist, auch diese zu lizenzieren, weil sie genutzt werden in wissenschaftlichen Publikationen und man sich vorstellen kann, dass man da ein paar Image-Sales mit hat. Aber wir haben halt eine 500.000 Objekte und die Mehrzahl dieser Objekte hat sicherlich einen Mehrwert, wenn sie in anderen Zusammenhängen dargestellt werden kann. Und sie diese Daten ausspielen können an Portale, haben wir heute auch von den Plattformen schon gehört, wie wichtig es ist, dass sie darüber auch ihre Inhalte verbreiten können. Und das ist dann, Google habe ich hier jetzt gar nicht mit, komischerweise, aber das sind eben diese ja, allgemein bekannten und dann im Kulturbereich vielleicht bekannteren Portale, wo sie wieder ihre Inhalte mit anderen vernetzen können und verbreiten können und eben auch für die Nutzung in Wikipedia eine offene Lizenz erforderlich ist. Dann war unser Vorbild oder unsere Policy auch geprägt natürlich von dem Vorbild des Rijksmuseums mit dem wunderbaren sogenannten Rijksstudio, wo es sogar Wettbewerbe gibt, jetzt in diesem Jahr auch wieder, für Designer auf Basis der Digitalisate des Rijksmuseums neue Inhalte zu erstellen, hier diesen wunderbaren Mantel oder beispielsweise auch eine Tapetenkollektion. Und wir als Museum für angewandte Kunst, uns hat das natürlich sehr stark angesprochen, denn das ist eigentlich unser ureigenster Gründungsauftrag, dass wir nur da sind als Museum, um Inspiration für Künstler und Kunsthandwerker zu bilden. Das war der Gründungsauftrag des Museums. Und dieses Verständnis von dem Rückgriff auf Vorbilder, also dass man, was man heute dann eben auch kennt unter den Aspekten wie Co-Creation oder Remix, dass sie etwas Neues erstellen können auf Basis von bereits Kreierten, das ist unser Grundverständnis gewesen. Die Herausforderungen sind trotzdem immer noch da und die sind auch nicht zu unterschätzen. Also das Beispiel zeige ich hier ganz gerne, dieses Foto, weil das auf mehreren Ebenen das eigentlich ganz gut darstellt. Also zum einen, dass für uns in den Museen
oder ich kann da für unsere Projekte sicherlich sprechen, Rechteklärung immer noch ein Riesenthema ist und eine Hürde ist, um Dinge offen auch bereitstellen zu können oder überhaupt online zu stellen. Und dieses Foto ist ein gutes Beispiel, weil das vom Atelier Hamann erstellt wurde. Und das ist einmal der Vater Hamann, der ist schon 70 Jahre verstorben, also sein Werk ist schon gemeinfrei. Und der Sohn Hamann, der ist noch nicht 70 Jahre verstorben. Wenn Sie dann aber nicht genau sagen können, ist es jetzt tatsächlich doch vom Vater der Auslöser gedrückt worden oder vom Sohn, wie soll ich dann entscheiden, ob ich das überhaupt bereitstellen kann, ob ich die Rechte nicht klären muss vorher und wer der rechte Inhaber ist. Und da ist auch für die Politik und Gesetzgebung noch einiges zu tun, um diese Hürde einfach niedriger zu machen für Kultureinrichtungen. Denn unsere Aufgabe sollte es doch sein, den ursprünglichen Autor eines Werks ja zu erkennen, den dem Publikum zu vermitteln und nicht wer die Rechte an dem Objekt. Ja, da um überhaupt etwas online bereitstellen zu können und eine Policy zu entwickeln, müssen Sie eben zahlreiche Vereinbarungen treffen. Ich zeige immer gerne hier diesen Ausschnitt aus diesem Vereinbarungsmusternrecht, den Sie bei der Servicestelle Digitalisierung in Berlin finden können. Das war für uns sehr hilfreich. Und hier ist etwas darüber gekommen. Entschuldigung. Das, was ich Ihnen hier zeigen wollte, ist ein Beispiel, was Sie dann wieder für Mehrwerte haben, wenn Sie Ihre Objekte frei bereitstellen. Unsere wurden wirklich von New York bis Ostfriesland gefeatured in Artikeln, sei es Print, sei es online. Hier links das Beispiel von Hyperallergic, einem Kunstmagazin aus New York, was eine Geschichte wieder aufgegriffen hat von ein Paar, was solche wundervollen Tanzmasken geschaffen hat, und davon haben wir sehr viele online, und dann einen tragischen Tod gestorben ist. Die ganze Story können Sie über Hyperallergic nachlesen. Aber das Interessante ist halt, dass die Nutzer dann sagen, ja, diese Hintergrundstory, die ist so traurig und was für ein schwerer Verlust. Und ein anderer Nutzer schlägt aber gleich vor, dass diese Kostüme doch als Halloween-Kostüme nachzumachen. Und ist das sozusagen eigentlich das, was wir wollen? Wollen wir das kontrollieren können? Oder wollen wir eben, dass neue Ideen entstehen, auf die wir vorher gar nicht gekommen wären? Und das ist bei uns der Fall gewesen. Wir haben deswegen auch diese vermeintlichen Businessmodelle, eben dieses Image Sales, aufgegeben. Da habe ich Ihnen mal aufgelistet, hier rechts. Das sind Studien dazu, ob und inwiefern dann Museen und Kultureinrichtungen von Image Sales profitieren und inwiefern sie viel mehr davon profitieren, das offen bereitzustellen. Müssen Sie nicht fotografieren, das stelle ich alles auch bei Slideshare zur Verfügung. Den, ja, hervorragend, ja, gerne. Ich wollte nur nochmal sagen. Und also dass man, wir sprechen ja auch oft immer von Annahmen, ach, wir wissen nicht und wir haben da so viel. Und wenn man mal in die Institutionen geht, dann ist es ganz oft so, dass das ein Mythos ist, dass man mit Image Sales Geld verdient. Wie sehen aber unsere neuen Businessmodelle eigentlich aus? Ich glaube, das ist noch was, was wir erkunden müssen. Denn wenn man hier links dann das neue Beispiel des Rijksmuseums sieht, die dann darauf abgezielt hatten ursprünglich, dass sie sich als Nutzer, wenn sie das Bild frei downloaden können, sich auch gleich ein T-Shirt damit drucken können oder eine Leinwand oder eine Kaffeetasse, das hat da nicht funktioniert. Und die Vermutung ist, das sagt auch der jetzige Chef beim Online-Publishing, dass man sagt, ja, man vertraut sich da selber nicht in seiner Kreativität, denn auf der anderen Seite, womit das Rijksmuseum richtig, richtig Geld macht, sind die ganzen lizenzierten Produkte, die Sie da im Shop kaufen können, also was dann schon jemand für Sie gestaltet hat. Ja, da mit einhergehend ist dann die Frage, wie messen wir eigentlich unsere Relevanz? Sind es denn nur eben Sales oder Visitors auf der Seite oder haben wir nicht einen ganz anderen Fokus, wo wir uns eigentlich darauf konzentrieren müssen? Und das ist der gesellschaftliche Impact. Und
auch der Impact, der eben nicht direkt über die eigenen Seiten kommt, sondern über Blogs, wo Menschen über ihre Einrichtung erfahren, über Wikipedia-Artikel, wo sie über ihre Objekte erfahren und so weiter. Sie haben das sicherlich, oder ich hoffe, Sie haben sich das vielleicht schon mal überlegt, dass das ein Riesenpotenzial wirkt. Für uns im Museum gab es auch noch einen ganz anderen Impact, neben der verstärkten Nutzung der digitalisierten Sammlung, was natürlich dann auch gezählt wird. Also da habe ich in diesem Jahr, das wir noch nicht mal vollständig messen konnten, hat sich ergeben, dass es schon über 25.000 Downloads von Objektabbildungen gab, obwohl wir noch nicht mal 10.000 jetzt gerade online haben. Und da gibt es auch Vergleichszahlen vom noch einem Nationalmuseum in Neuseeland und das ist dann wirklich sensationell. Also nicht, ohne dass wir überhaupt schon was bei Wikipedia oder Wikimedia Commons hochgeladen haben. Dann erfahren wir auch eine Stärkung der Marke MKG und eine erhöhte Aufmerksamkeit, würde ich jedenfalls mal behaupten, sonst wäre ich heute hier auch nicht eingeladen. Dann haben wir sehr viel mehr Anfragen auch für Kooperationsprojekte und Drittmittelförderung, für Anträge, für solche Sachen, für Funding, das ist gestiegen. Und auch in unserem Selbstverständnis, denn wir begreifen uns nicht mehr nur als abgeschottetes Team, sondern wir haben auf einmal ganz neue Co-Autoren, Kollaborateure, neue Kollegen. Und zwar dadurch, dass wir die Daten und Images frei weitergeben und bei Initiativen wie zum Beispiel Coding Da Vinci Nord dann bereitstellen, wo andere etwas Neues, etwas Innovatives entwickeln können. Und da haben wir sehr schöne Erfahrungen gemacht. Das ist ein Beispiel aus diesem diesjährigen Coding Da Vinci Nord. Das hat auch den Preis gewonnen, bestes Design. Das ist nicht unser Corporate Design. Übrigens, auch wenn das so aussieht, das hat da ein Team entwickelt aufgrund der Metadaten, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Daraus haben die eine Anwendung gestaltet, die sie jetzt wieder zurückbringt ins Museum, wo sie einen Rundgang machen können im Museum nach Themen oder auch nach der jeweiligen Zeit, die sie zur Verfügung haben. Und wir überlegen jetzt gerade, wie wir das implementieren können und suchen da auch noch Kooperationspartner, sprich Geld. Also wenn Sie Interesse haben, sowas Innovatives zu unterstützen, melden Sie sich. Eine weitere Entwicklung hat sich ergeben mit der Zeitblick-App. Die können Sie jetzt auch direkt alle im Play Store oder im App Store runterladen, auch international nutzbar. Diese App ermöglicht ein Match mit Ihrem historischen Ich, würde ich sagen. Sie machen ein Selfie von sich und diese App überprüft, inwieweit es Ähnlichkeiten gibt mit Porträts aus der Sammlung online. Fotografischen Porträts aus der Sammlung online und zeigt Ihnen dann Ihr historisches Gegenüber, verbindet Sie damit. Sie bekommen Infos zu der Person, die sind aus der Sammlung online gespeist und Sie können auch wieder auf die Sammlung online zurückkommen. Das heißt, wir haben so die Möglichkeit, durch die freie Weitergabe und die Offenheit neue Verbindungen zu kreieren mit unseren Nutzern, die neue Zugänge ermöglicht bekommen, die wir uns vielleicht gar nicht ausgemalt hätten. Und in Hamburg sagt man nicht nur Tschüss, sondern auch Sharing is Caring. Und deswegen hoffe ich, dass Sie diese Nachrichten auch verbreiten. Die Folien dazu finden Sie unter dem angegebenen Link. Und wenn Sie Fragen haben, mailen Sie oder schreiben Sie mich über Twitter an. Telefon gibt es bei uns auch noch.